Herzlich willkommen zur neuen Folge Fortnite. Gestern war hier das Trio, der Trio Cup wieder, die zweite Woche der Fortnite Champions Series. Davon habe ich das Finale gecastet, gestern im Stream. Wenn ihr solche Streams nicht verpassen wollt, egal ob es Minecraft ist, Fortnite, Fortnite Competitive oder was sonst noch für Spiele vielleicht in Streams gespielt werden, würde ich mich natürlich riesig über ein Abo freuen und lasst gerne eine Bewertung da, schreibt Feedback in die Kommentare, wäre auf jeden Fall riesiger Support. Und jetzt viel Spaß mit den Highlights. Snipe direkt getroffen. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Mit der AK. Body Shot, Headshot, Body Shot. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Ich glaube, den Kill könnte er auch noch bekommen. Ich bezweifle, dass der revived wird. Mit dem Grenade Launcher immer noch weiter aufbrettern. Ist natürlich immer ekelhaft. Nochmal ein so ein Hit. So langsam wird es sehr kritisch. Mit dem Kill wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen ausgeglichen. Headshot. Knapp 100 Leben. Die ist ganz low. Jetzt auch down. Ein Minigun-Schuss. Das wäre der Kill gewesen. Wäre natürlich vor allem für die Leben extrem gut gewesen. Und ein paar Mets. Trifft jetzt den Rocket Launcher. Leben sehen auch noch extrem gut aus. Hat jetzt allerdings auch gar keine Rockets mehr. Ist jetzt zusammen mit Provok im High Ground. Drei gegnerische Trios. Jedoch nur noch alles Solos. Jetzt ist ein 1v1. Jetzt natürlich mit Rocket Launcher wäre es super nice. Natürlich aufpassen, er hat wirklich kaum Metz und er hat es gewonnen. Zwei Hits gehen rauf und kompletter Laser mit der Minigun. Erst Kill für The Beast. Haben wir ein gutes Positioning direkt in der Zone. Tatsächlich sieht man hier, dass ziemlich viele Spieler sehr, sehr früh moven und auch immer sehr auf einen Fleck gebündelt sind. Fetter, fetter Laser nochmal. Mehr als 100 Damage. Ganz low. Soweit ich weiß. So, Larry Nikov jetzt down. Und da ist der nächste Kill. Sogar noch ein Finish, steht auch nicht sein Kill. Ist jetzt wieder auf sich allein gestellt. Muss ich jetzt hier durchbauen. Holt jetzt hier nochmal einen Kill. Nimmt die Mets natürlich mit. Direkt den nächsten Kill. Jetzt aus dem High Ground. 1v3. Und nochmal den Kill. Bekommt er das 1v3 hin? Leider nicht. Allerdings noch zwei Kills aus dem Trio geholt. Super nices Play. Fall platziert, mit Rocket Launcher aufgeschossen und dadurch den Gegner dann
in die Falle befördert. Wieder Full Metz. So soll's sein. Ein Placement. Und jetzt keine Metz, ja. Fünf Leben nur noch. Ein Schuss von oben. Und sind weg. Rojo down. Zwei Kills. Savage 50 Schild, 5 HP. Wir suchen jetzt wahrscheinlich hier unten dem Schiff etwas zu attacken. Der eine ist auch super low. Leider kann man den Namen nicht erkennen. Mongral bekommt hier gut Damage. Da ist der nächste down. Mongral bekommt wieder ordentlich Damage. Einer wieder super low. Storm Search. Natürlich für Mongral, Maicho und Benji Fishy kein Problem. ...53 Spieler noch in einer ziemlich kleinen Zone. Oben der nur Schild und nur sehr, sehr wenig HP. Auf dem Schiff sind auch viele. Generell hier unten am südlichen Ende der Zone sind alle Teams auf dem Haufen. Vexi macht einen Kill. Storm Search wieder deaktiviert. Da fliegen welche. Allerdings kommen sie da auch wieder den Laser rein. Beide 130 Damage. Ist natürlich immer extrem bitter, weil man unglaublich viel hier aufwenden muss. Oder eben halt auch stirbt. Und Graal 2 Kills. Jetzt 2 insgesamt 4 Kills. Perfektes Positioning eigentlich. Und Graal geht einmal komplett auf die andere Seite. Weiß er, dass dort die Zone ist? Hat einen Storm Scout. Er hat sicherlich einen Storm Scout, denn sonst glaube ich, wäre er nicht hier hingegangen. Oh, fliegen da viele. Nächste Sturmflut. Extreme Highground, aber keine Mats mehr. Zwei Sachen können noch gebaut werden. Hier im Dschungel. Mit den ganzen Bäumen ist es natürlich schwierig, etwas aus dem Highground zu machen. 1200 Damage über dem Storm Surge. Wird auch wieder gelasert. In der Luft. Secret Dementos. Ziemlich low. Lag. Ein Zone-Tick. Maitro nächste Kill. Sturmflut wieder aktiviert.
Headshot in Luft, nix ist down. Benji Fisch versucht jetzt, das Turtle runterzuschießen, schafft es auch. Allerdings kaum Falldamage. Soweit ich das erkennen konnte. Sau heftiger Laser wieder. Ist jetzt auch down. Konstant im High Ground. Und jede Runde immer die Kills. 84 Punkte jetzt schon. Und erst einmal Placement die Runde. Ich glaube, 3 Punkte bringt das erste Placement. Das heißt, da können noch gut Punkte reinkommen. Ich glaube, 4 Kills und Sieg. Und die 100 werden geknackt. Nächster Laser. Das können die mittlerweile so gut mit der Scar oder mit einem Infanteriegewehr. Da ist einfach jeder außen in der Luft tot. Es überlebt eigentlich kaum jemand. Immer wieder eine Menge Damage, die dir austeilen. Kann sich darüber nicht beschweren. Der Laser. So One-Hit. Und er stirbt. Wie auch immer er gestorben ist. Fall Damage Zone, whatever. Sind noch nicht ganz in der Zone, so wie es aussieht. Wird versucht, alles ranzubekommen. Und der Feind ist drin. Sauberes. Er sauberes Play. What the fuck, was war das? Der Soundbug ist da. Geht jetzt leicht den Berg hoch. Im nächsten Turtle drin. Nächster Kill. 8 Kills schon. 37 Spieler leben noch. In der super kleinen Zone. Storm Search ist auch wieder da. Nix hält. 3 Biggies, 6 Minis. Perfektes Loadout. Full Life. Full Shield. Kommt sogar noch ein Hit raus. Der Gegner neben ihn solo um die Ecke auch noch bekommen. Nächster Kill. Die Rocks im nächsten Fight. Kommt ihn. Die 20 Epoxel. Pusher down. 12 Kills schon. 29 Punkte. 23 Spieler, 13 Teams. Alle hier ziemlich hoch. Ich glaube, es ist tiefes Niveau. Mats reichen. Wieder Full Life, Full Shield. Beide. Das wird wahrscheinlich der nächste Kill. Ah, fast. Hat sich gut runter editiert. Trotzdem, guter Versuch. Wird nach oben Stink geworfen. Und da ist der Kill. Wird sich schöner High Ground genommen. RBG lohnt sich jetzt nicht mehr, nachdem der Finish drin war. Und deine Super Low. Als ob er es wissen würde. Bekommt dann auch noch den Kill. 2 Stinkies hat er noch. 13 Kills. Wieder Full Life für Shield.
Headshot. Ein HP wieder, oder? War er down? Man konnte es schwierig erkennen. Und ein Kylie bekommt auch wieder Damage rein und ist jetzt auch down. Sauber und editiert. Duo und sonst nur Solos. Jason und D-Rox, das einzige Duo. Nächster Hit. Und das machen die. Machen die auf jeden Fall. Jason, fast full life, full shield. D-Rock 96 Leben. Nice Runde. 18 Kills. Wieder bei 50 Punkten. Reicht wahrscheinlich trotzdem nicht. Weil wir noch eine Runde haben. Auf jeden Fall extrem gute Leistung. Kill direkt auch gefinished. Zweiter Kill für Micho. 9 Kills insgesamt schon. Wird sie versucht zu snipen, muss nur aufpassen, dass sie irgendwie von Forven, New Ward oder Provoke gesniped werden. Oben ganz doll im Highground sind. Dass sie. Wobei man den Highground natürlich auch ziemlich schnell runterschießen kann. Allerdings wird es wohl kaum etwas bringen, weil ich glaube, die werden schnell genug runterkommen. Wir sind tatsächlich ein super gut eingespieltes Trio. Da geht wenig rein. Dafür bei Left Eye umso mehr. Einer geht eigentlich immer down. Man muss sich einfach nur zu dritt auf einen konzentrieren, dann ist er auch ziemlich sicher down, wenn man ein ganz gutes Aim hat. Vorwind bekommt einen Rocket Launcher ab. Nächster Rocket Launcher. Und da ist er down von Benji. Benji Fishy 6 Kills. Mitro und Mongral jeweils 3 Kills. Insgesamt schon 12 Kills. 112 Punkte, kein Placement. Nimmt es wieder schön gut. Da ist der nächste Rocket Launcher hier rein. Einfach immer Rocket Launcher und mit Heavy Snipe aufschießen. Meistens kommen dann noch Mongral oder Benji und sprayen dann noch mit drauf. Dann haben die Gegner auch einfach keine Chance. Damage über dem Storm Surge. Mongral killt den nächsten. Kommen jetzt ganz viele hoch. Wenige Hits allerdings nur. Wird sehr, sehr flach fliegen. Matt sieht noch gut aus. Gehen die nächsten Hits rein. Noch mehr Hits. Fast 1500 Damage über dem Storm Surge. Nächstes Mal ein Rock Launcher Heavy Snipe. Allerdings diesmal kein Hit. 8 Schüsse noch für den Rocket Launcher. Standbild. 2 Hits mit einem. Wird drauf gesprayt. Am Rand der Zone. Wieder ein Headshot. Sind einfach unglaublich viel Damage und viele Schüsse, die da raushauen. 13 Kills. Headshot auch wieder auf 1 HP runter. Nächster Kill. Konstant im High Ground. Sie wissen förmlich, dass sie alle unten low sind. Boah, wenn One Hit. Und jetzt auch mit Rocket Launcher down. Rocket Launcher wieder full mit Rockets. Jetzt mittlerweile schon 15 Kills. Wird drauf gespammt mit einem Rocket Launcher. Schüsse reichen.
Metz so langsam etwas weniger, aber es reicht definitiv auch immer noch. Und Item hatte das so gut abgewartet. Kills. Immer noch im Highbound. Nächster Kill. Wieder mit dem Rocket Launcher. Es sind so viele Rocket Launcher Kills hier Runde dabei. Versuchen wir hier auf den Highground zu kommen. Schaffen es jedoch nicht. Wenn ich Fishy Double Kill. Mitro sehr low. Acht Spieler, fünf Teams, das heißt ziemlich viele Duos. Ja, das ist Savage gekillt. Geht meine Shockwave immer wieder hoch. 133 Punkte. Benji Fischer hat 10 Kills, Mitro 9 Kills, Mongrel 6 Kills. Insgesamt einfach 25 Kills. Final lebt noch. Janis 3 Kills, Final 1 Kill. Rias 0 Kills. Und sie leben noch. Alle drei. 19 Spieler in der winzigen Zone. Schießen es Hunter runter. Surrey Hunter. Nächster Kill, Rias. Ne, Pinar Kill und Rias Kill. Rias lebt noch. Punkte. Double Kill. Rias gewinnt das. 3 Rock Launcher Kills. Einmal ein Double Kill und Einzelkill. Nice Runde, 10 Kills für Rias Team. Auf dem ersten Platz. Mit viel, viel Vorsprung. 151 Punkte. Mongrel, Mitro, Benji Fishy. Zweiten Hunter, Skite und Keenstar. 113 Punkte. Auch super gut gespielt. Airwax auch drin. Janis, Rias und Pinar haben sich qualifiziert für das Finale. Auf dem 8. mit 91 Punkten. War zwar knapp, aber trotzdem haben sie es geschafft. Super nice.